Hallo liebe Freunde meines Kanals und vor allem auch hallo liebe Victron-Freunde. Ich gebe euch heute ein kurzes Update zu einem Video, das ich vor längerer Zeit schon gedreht habe. Und zwar geht es darum, hier auf diesem Gerät, das ist ein Raspberry Pi Generation 3 mit angeschlossenem Touchscreen-Display. Und zwar will ich auf diesem Teil die neueste Victron-Software für das Venus-Betriebssystem installieren. Also die gleiche Software, die im Cerbo GX steckt und den Touchscreen als Display nutzen. Ich werde mich hier rein auf die Software-Seite beschränken und euch ein Update über die Software-Seite geben, weil sich bezüglich Installation von meinem letzten Video was geändert hat. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Hardware verkabelt und das alles einbaut, empfehle ich euch, das entsprechende vorhergehende Video anzuschauen. Den Link werde ich euch hier oben irgendwo zur Verfügung stellen. Jetzt noch kurz zum Intro und nach dem Intro geht es auch schon gleich los. Es geht los. Ihr braucht für die Installation diesmal eure Micro-SD-Karte. Ich habe hier einen Adapter dafür, damit ich die in meinen PC einstecken kann. Und was neu ist, einen USB-Stick. Wir fangen erstmal damit an, uns das Betriebssystem zu besorgen und auf die Micro-SD-Karte zu schieben. Ich starte jetzt die Aufnahme auf dem Rechner und zeige euch zuallererst, wie ihr auf die Micro-SD-Karte das entsprechende Image drauf bekommt. Ich tue dazu die Karte in meinen SD-Kartenleser und suche mir im Internet die entsprechende Seite mit dem Venus. Ich suche nach Victron Venus Software Raspberry Pi GitHub. So. Dann finde ich hier das entsprechende Repository. Den Link tue ich euch natürlich in die Beschreibung unten rein. Venus OS Wiki. Die Download Edition für Raspberry Pi. Ihr solltet dabei beachten, dass ihr ein Board benutzt, wo Bluetooth kompatibel ist für die Venus Software. Also im Endeffekt einen Raspberry 3 verwenden. B oder B Plus ist hier egal. Dann laden wir das letzte Image uns herunter. Der Link ist hier drin. Und zwar nehmen wir das wic.wic.gz Image. Und downloaden das entsprechend. Der Dateiname ist venus-image-raspberry. py2.wic.gz. Dann entpacken wir das. Dann kommt eine Datei raus, die heißt .rootfs.wic. Wir starten unser Programm, was ihr schon vom letzten Mal kennen solltet, Balena Etcher. Sagt hier Flash from File. Wählt das gerade entpackte File aus. Wählt hier, wenn nicht eh schon selektiert, die SD-Karte aus. Und klickt auf Flash. Und wartet einfach, was passiert. Das wird jetzt eine Weile dauern. Und fertig.
ist das Ganze. Das war's schon. Teil 1 war das schon. Ich nehme jetzt also die MicroSD-Karte raus. Stecke diese in den Raspberry Pi ein und kann diesen auch gleich anschalten. Das Gerät fährt hoch und wenn es hochgefahren ist, müsste unten auch der Command Prompt erscheinen. Wir haben die Basisinstallation jetzt also geschafft. Das Interessante an dieser neuesten Version ist, dass ich es nämlich mit dem Handy schon gleich finden kann. Und zwar, wenn ich jetzt in die Victron Connect gehe auf Lokal, dann findet er mir ein Raspberry Pi 3 Modell B Plus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs mal die Null. Und schon habe ich diesen hier. Firmware Version 2.8.4. Dann kann ich diesen, weil er hat ja WLAN, das ist ganz schön, auch gleich mit dem WLAN verbinden. Gehen wir nochmal kurz raus und wieder rein. Ich bin ein Router. Leider sehe ich jetzt Link Global Adresse, sehe ich nur, aber egal. Ja, so habt ihr diesen zumindest auch ohne Netzwerkkabel bei euch schon gleich im Netz. Ja, hier steht sogar die IP-Adresse 192.168.2.232. Das obere ist Bluetooth, das drunter ist über das Netzwerk. Wir machen aber jetzt weiter am PC. Und zwar machen wir jetzt weiter am Windows-PC. Denn ich habe ja gesagt, wir brauchen noch einen USB-Stick. Und den USB-Stick, den stecke ich jetzt mal in einen USB-Port rein. Zwar brauchen wir auf diesem USB-Stick eine spezielle Software. Hier auf der Seite gibt es einen Link zum RPI Display Setup. Das war die alte Vorgehensweise. Den muss man jetzt aber neu über einen sogenannten Setup-Helper installieren. Und diesen Setup-Helper finde ich hier bei dem gleichen Entwickler. Ja, und den Setup-Helper kriege ich ganz einfach drauf, indem ich jetzt die Datei venus-data.tgz downloade, diese Datei einfach auf den USB-Stick kopiere und zwar genau so, wie sie ist. Wichtig an der Stelle ist, da weise ich nochmal darauf hin, dass das Dateisystem FAT32 formatiert sein muss. Den brauchen wir gleich wieder. Jetzt nochmal zurück zu dem Thema, wie ich den Bildschirm hierher bekomme. Ich behelfe mir hier mit einer Tastatur, schließe eine Tastatur mein Gerät hier an.
Es war ja so bei meinem ersten Video, dass wir im Verzeichnis etc, also im Verzeichnis etc Venus, die Datei headless umbenennen sollten. Und das ging ja mit dem Kommando mv headless headless.off. Jetzt kommt allerdings die Fehlermeldung: Can't rename headless read-only file system. Diese Fehlermeldung ist in der neuen Version neu. Die Vorgehensweise ist aber prinzipiell die gleiche geblieben. Was ich jetzt tun muss, ist, dass ich das Filesystem nochmal neu mounten muss, also remounten, und zwar als schreibbares Filesystem. Ich verwende hierfür das Kommando mount Bindestrich o rw, remount und dann einen Backslash für das Verzeichnis. Damit ist das Verzeichnis jetzt für den Schreibzugriff geöffnet und ich kann das mv headless headless.off durchführen und kann dann mit einem Reboot das ganze Gerät nochmal neu starten. Und jetzt sollte, wenn alles passt, hier die Victron-Software erscheinen. Genau das tut's auch, wie ihr hier sehen könnt. Ja, ich gehe gleich mal auf Settings, Display und Language und stelle die Language auf Deutsch. Und jetzt geht es weiter wie in meinem anderen Video gezeigt. Einstellungen, Allgemeines. Bin hier auf dem Level Benutzer und Installateur. Da klicke ich einmal drauf, dann klicke ich auf Benutzer und Installateur. Hier muss ich ein Passwort vergeben. Ich vergebe jetzt hier einfach mal ZZZ oder beziehungsweise ich muss dreimal die Z als Passwort eingeben. Dann mit dem Haken, dann geht er wieder zurück auf diese Seite. Und jetzt nehme ich die Tastatur und drücke die Pfeiltaste nach rechts, so lange, bis er hier oben auf Zugangslevel auf Superuser umswitcht. Da gehe ich dann drauf, Set Root Passwort. Da nehme ich jetzt 6-mal die Z, weil er eben ein sechsstelliges Passwort haben will, vergibt es. Und hier kann ich dann wiederum SSH aktivieren, dass ich per SSH auf das Gerät drauf komme. Dann kann ich euch nämlich am PC später zeigen, wenn ich entsprechende Vorgänge mache. Oder beziehungsweise ich kann auch per SSH drauf zugreifen. So. Das war jetzt Punkt 1. Um unser Display jetzt dazu zu bekommen, dass es dimmen kann, brauchen wir jetzt die vorher vorbereitete Software auf dem USB-Stick. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir stecken den USB-Stick in einen USB-Port, gehen dann auf Einstellungen, Allgemeines, sagen Neustarten. Muss man immer doppelt draufklicken. Wir warten jetzt ein paar Minuten, bis die Software neu gestartet wurde und der Bildschirm wieder da ist. So, nach dem ersten Neustart machen wir jetzt das gleiche nochmal. Gehen nochmal rein, Allgemeines, Neustarten. Dann entfernen wir den USB-Stick. Vom VRM-Einstellungsmenü auswerfen, bevor Diskette entfernt wird, wenn ich es gefunden hätte. Was jetzt neu ist in diesem Einstellungsmenü hier, gibt es ganz unten, es gibt jetzt hier neu den Punkt Package Manager. Da setze ich mal auf Auto Install Packages Yes
und gehe in die Inactive Packages. Und hier seht ihr nämlich einige Software, die wir jetzt von dem User, wo wir uns das Git runtergeladen haben, installieren können. Und hier gehe ich jetzt auf RPI Display Setup, Add RPI Display Setup Proceed, muss immer zweimal draufklicken und jetzt wird es entsprechend runtergeladen. Add Proceed. Ja. Genau, jetzt ist es nämlich hier auch verschwunden. Was ich hier auch noch machen kann, ist von den anderen Software was runterladen. Ich lade mir jetzt mal die GUI Mods noch runter, weil die will ich nämlich auch haben. Was das alles für Software ist, stelle ich eventuell in einem nächsten Video vor. Also zu den GUI Mods auf jeden Fall, weil wir die brauchen. Jetzt kann ich nämlich in Active Packages rein. Da sehe ich die 2, 3. Okay, den GPIO Setup wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber egal. So, und jetzt kann ich hier nämlich auch sagen Download. Downloaden, jawohl. Na, und nachdem er das downgeloadet hat, kann ich hier sagen Install. Ah ja, okay. Neustart deshalb. Jetzt hoffe ich, dass er alles richtig installiert hat. Das können wir jetzt mal nachgucken, indem wir einfach hier Anzeige und Sprache reingehen. Jetzt ist zumindest der Punkt da Zeit bis Display aus. Was aber immer noch fehlt, ist der Punkt zum Dimmen. Ja, also den finde ich auch hier nicht irgendwo woanders. Ja, der ist normalerweise hier bei Anzeige und Sprache. Das deutet jetzt darauf hin, dass das Display-Programm nicht vernünftig installiert ist. Und jetzt aktiviere ich das SSH, dem ich hier hergehe, unter Allgemein, Benutzer und Installateur das auswähle. Dann geht er hier zurück. Dann drücke ich hier die Pfeiltaste nach rechts. Länger, dann springt er hier um auf Superuser. Ich gehe jetzt her, vergebe ein Root-Passwort. 5, 6 mal die Z. Und aktiviere SSH auf LAN. Dann kann ich nämlich auf die LAN-Konsole zugreifen, was ich jetzt hier so nicht habe. Und was ich da jetzt auf der LAN-Konsole mache, das zeige ich euch wiederum am PC. Ich bin wieder am PC. Ich gebe hier in meinem PuTTY-Programm die entsprechende LAN-Adresse vom Raspberry Pi ein. Login als Root. Passwort ist natürlich 6 mal die Z, was wir gerade eingegeben haben. Und jetzt bin ich auf dem Raspberry Pi eingeloggt. Also ich wechsle in das Verzeichnis Data und in dem Verzeichnis Data gibt es ein Verzeichnis RPI Display Setup. Und dort gibt es eine Datei, die heißt Setup und die rufe ich jetzt über SSH auf. So.
Was will ich machen? Ich will das Ganze installieren und aktivieren. Deswegen drücke ich I. Und jetzt fragt er mich auch, was für ein Display ich habe. Und jetzt gebe ich ein großes R ein, weil ich den Raspberry Pi Touchscreen habe. So. Das war's. Jetzt hat er quasi den Display-Typ installiert. Ja, das hat er über die Touchscreen-Seite nicht gemacht. Das ist notwendig, dass ihr das über SSH nochmal macht. Und wenn das entsprechend installiert ist, dann müsste ich hier wahrscheinlich erst nach einem Reboot, nee, ich glaube nicht immer, Anzeige und Sprache, genau, es ist nicht mal ein Reboot erforderlich, sondern ich kann jetzt hier das Display dimmen. Ich kann es auch komplett hell machen. Ja, oder komplett dunkel. Das ist der Trick an der Geschichte. Und wenn ihr das alles jetzt so befolgt habt, wie ich das gerade gemacht habe, dann habt ihr auch einen neuen Raspberry Pi mit der neuesten Venus-Software und dem Touchscreen am Laufen. Ja, die Software hat sich hier ein bisschen im Aussehen verändert. Dazu mache ich aber noch mal ein Video, weil es gibt jetzt nämlich auch die Möglichkeiten, Sensoren hinzuzufügen. Aber dazu kommen wir später dann irgendwann. Ich hoffe, euch hat das Video bis dahin Spaß gemacht, etwas geholfen. Wenn ja, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Das hilft mir nämlich immer sehr beim Video machen. Es ist ja auch, man will ja auch wertgeschätzt werden für das, was man hier kostenlos zur Verfügung stellt. Und wenn ihr noch kein Abo da habt und weiter an Victron-Themen interessiert seid, lasst mir gerne ein Abo da. Ansonsten bleibt gesund und wir sehen uns bei meinem nächsten Video hoffentlich wieder. Viel Spaß und tschüss, euer Martin.